Jojojo, lass geschehen, YouTube. Herzlich willkommen. Wir machen heute mein Layout für die MH6 Base, das ich jetzt gerade benutze. Dazu zeige ich auch nachher noch ein paar Replays. Ich kann nur so viel sagen, sehr, sehr selten schaffen die Leute hier 2 Sterne. Und in den seltensten Fällen schaffen sie 1 Stern. Hab ein paar Replays davon. Natürlich, ne, gibt es auch Replays. Könnt ihr jetzt natürlich, wie das andere Leute machen, so, ich zeige jetzt nicht meine History, die zeige ich nachher aber trotzdem. Und dann sagen, ja, die hält alles aus, krasseste Base der Welt. Ihr wisst Bescheid, ne? Verlieren kann man trotzdem. Ich habe auch schon Angriffe mit verkackt. Die Base hat zwar gut standgehalten, nur ich habe halt leider so verkackt, dass man ja das normalerweise am liebsten nicht zeigen würde. Aber da wir das hier transparent und ehrlich machen, tun wir das auch. Ich bin jetzt gerade noch im Urlaub, darf das aber aufnehmen, weil mein Chef hier, mein Sohn, der hinter mir sitzt, mir erlaubt hat, ein Video zu machen. Deswegen mache ich das schnell. Ich habe gesagt, ich will das unbedingt YouTube zeigen. Die Base ist so geil. Und er, ja, zeig mal und mach ein Video schnell. Aber jetzt sagt er, ich lüge. So, und wir bauen jetzt auf. Ich erzähle auch dann gleich, wenn das aufgebaut ist, wieso, ne, das alles wieder so steht. Weil wir möchten ja auch ein bisschen üben. Oder wir möchten, sagen wir mal so, wir möchten wissen, warum, was, wieso so steht. Ne? Deswegen sind wir ja hier. Ich muss das mit meinem, ich habe mit meinem Handy fotografiert, die Base, schnell. Deswegen muss ich hier genau hingucken, wie ich das baue. Wichtig ist, dass die guten Wände hier und hier vorne hinkommen. Da die meisten Angriffe stattfinden. Wie gesagt, Mauern sind für diese Base nicht so wichtig. Weil, das ist das Gute, dass eine offene Base ist, die an den Seiten und oben offen ist. Oben nicht und unten rechts auch nicht, aber halt meistens an den Seiten offen ist und nicht geschlossen ist. Daher sind die Wände hier nicht so wichtig. Ihr solltet die Wände mindestens auf Level 2 haben. Vielleicht sogar, wenn ihr nicht so eine Affe seid wie ich, auf Level 3. So, dann bauen wir hier unsere an die Ecke schon eine Riesenbombe. Das können wir uns überlegen, wie wir die Mine hier lassen. Dass die große Mine erstmal am Boden, weil auf dieser Base die meisten Leute nicht über Flug angreifen. Und wenn sie über Flug angreifen, haben sie hier leider schon dezent reingeschissen. Also hier ist nicht viel zu holen mit Luft. So. Hier wird auf Luft gestellt. Und wenn ich fertig bin mit dem Layout bauen, dann werde ich auch erklären, ne, dass bei mir so läuft, warum und weshalb Sachen hier so stehen, wie sie stehen. Das muss hier ein rüber. Das ist immer das, da muss ich immer gucken, dass ich das genau wieder so richtig baue. Immer ziemlich schwierig. Doch, das. So, das sah nur so dick aus wegen dem, dem Crusher auf dem Foto. Genau, die Wand muss so stehen, weil die eben sein müssen. Und hier kommen dann nämlich noch Feierwände. Wird so gestellt. Hier wird das gestellt. Hier wird zu den Feuerwänden rüber. Kleben die dann hier vorne ran. Dann packen wir den ihr am niedrigsten habt. Der Level 4 ist das bei mir. Den packen wir dann da. Ich bin jetzt auch seit 1,5 Tage irgendwie bin ich Stufe 6 Tag oder so. Und ich habe heute dann auch schon ein bisschen gepusht. Ihr wisst ja, mit meiner MH5 Base, ja, seit, genau, mein Sohn sagt seit heute bin ich ja MH6, seit heute Morgen, also heute früh. Und da gab es ja dann den neuen Tower, den habe ich auf 4. Die gab es noch dazu, den Zerschmetterer, den habe ich auch schon auf 4. Und konnte ziemlich viel ansparen, habe noch 1 Million. Das Labor geht nachher dann auch schon mal auf Level 6 hoch. Dann müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht, ja. Auf jeden Fall werde ich meine Minions, das sind die ersten, die ich definitiv auf Level 12 maxen werde. Das kann ich euch schon mal erzählen, weil da kriegt man, ich bin eh der Typ, der mit Luft angreift. Und 2 Minions auf Level 12 mehr sind immer besser als gar nichts zu haben. So, dann packen wir hier mal das hin. Hier kommt ein Lager hin. Oben wird es ein bisschen knifflig. Das muss so stehen. Und jetzt
kommen hier Bomben hin. Hier ist ganz wichtig. Hier kommen zwei kleine Bomben hin. Die ist noch voll klein, die Bombe hier. Die nicht so hoch im Level, die muss aber noch höher. Dann packen wir hier drüben. Das vergessen, das kommt gleich. Hier als Abwehr, damit hier die Seite auch schön abgeschlossen ist. Wir hier den Uhrenturm hin. Dazu das Labor. Jetzt kommt nämlich das Trickige. Hier kommt das Exillager hin. Hier kommt wieder ein Sammler noch unten reingedrückt an die Ecke. Und jetzt kommt es hier mit dieser Wand, dieser kleine Trick. Wir bauen die Wand nämlich direkt hier hin. Hier. Ich glaube, so reicht das. Richtig. So. Jetzt schön mit Abstand hier ran. Und da wir ja für oben nicht mehr so viele Wände haben, zeige ich euch gleich da auch noch. So, dann sieht das erstmal so aus. Ist das hier erstmal abgeschlossen? Hier müssen wir jetzt noch unsere Fallen hinmachen. Den einmal hier hin. Eine hier an der Ecke. Halt direkt zum Zerschmetteren. Die blocken halt den Eingang ab, falls die Leute mit Riesen von oben oder von unten, also hier von den Seiten reinkommen, gibt es da von dem Zerschmetterer aufs Fressbrett. Mal so. Und behaupten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das passt nicht. Deswegen müssen wir nach unten. Dann ja. Das passt gerade so, ja. Ich will die Bäume auch nicht wegmachen. Wir müssen den nämlich einen so und einen hoch machen. Eine Wand wird hier so rangepackt. Zwei Felder sein. Hier zwischen muss ein Feld frei sein. Ganz wichtig. Dann müssen wir diese Sache hier an die dritte schieben, damit wir hier so eine Fläche haben, die geschlossen ist. Ja? Wir müssen die Wände so gut wie möglich ausnutzen. Den kommt dann hier gleich noch die Battle-Maschine hin. Und hier nochmal der Sammler. Und dann kommt hier vor nochmal eine Wand. So, die muss hier nicht schützen. Die muss nur den Außenbereich noch weiter nach außen drängen, dass da noch weniger Platz ist, um irgendetwas hinzustellen. Hier wird das Lager hin positioniert. Und hier ist ganz wichtig, hier ist jetzt so eine Ecke, die ein bisschen weiter offen ist. Dann nehmen wir so die vorletzte Wand, machen die auf die hier des Lagers und stellen die so hin. Jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich meine letzte Wand. Genau, da oben. Meine letzte. Eine Wand wird so hingestellt. Und so können wir dann gewährleisten, dass hier ordentlich Sachen abgedeckt sind. Das können wir jetzt so oder so machen. Das ist wieder relativ egal. Die zwei kleinen Minen werden hier hingestellt, weil viele Leute da oben Kleinigkeiten reinspammen. Deswegen bleibt das so stehen. Und hier natürlich offensichtlich wieder unsere Traps. Werden wieder hier hingestellt. In Richtung unseres. So sieht die Speeransicht dann aus. Ohne Speeransicht, nur Mauern aus. Jetzt gehen wir mal in den Fotomodus. Und dann haben wir ja die Maus, deswegen erkläre ich erstmal warum. Was wie steht also. Die Base in der Mitte ist sehr, sehr stark gesichert. Die habe ich nochmal umgestellt. Ich hatte die Flugabwehr hier und den Tesla da. Das will ich aber näher zusammen haben. Weil wenn Einheiten von hier kommen, werden die von zwei Krachern beschossen, da die Kracher für Flugabwehr nicht so stark sind. Dann haben wir noch den Brutzler dazu. Der ist jetzt auf Level 1, wird dann irgendwann auch höher, der ist aber ziemlich teuer. Also, das steht hier erstmal so, damit hier sehr, sehr viel Luftabwehr ist. Die habe ich hier hingestellt, falls hier Leute mit Minions reinkommen, und den habe ich runtergestellt, damit hier sehr, sehr viel Damage durch Babydrachen verhindert werden kann. Deswegen habe ich den runtergestellt. Die Kracher extra nochmal sehr eng beieinander. Das heißt, wenn man hier auf der Seite mit Luft reingeht, hat man sehr, sehr wenig Chancen oder Erfolgschancen. Auch von hier wird es sehr schwierig, weil die zwei Türme sehr früh schon die Luft, die angreift, in Angriff nehmen, und dann wird hier noch von dem Luftballon
von den Luftbomben wird da noch unterstützt. Bodeneinheiten werden hier und hier, hier, hier auf den Seiten sehr, sehr gut, also so komplett rund aufgehalten. Der Multimörser hat hier eine perfekte Position, so wie er steht. Ich habe das auch nochmal mit hier probiert. Hier kann man den auch hinstellen. Hier kann man den auch hinstellen. Aber ich finde, wenn er hier steht, wenn er so stehen würde, dann wäre er, dann wäre der Brutzler, finde ich, hier an dem, weil hier ist sowieso schon so viel Schaden. Da braucht man nicht auch noch den Flächenschaden. Da ist der Flächenschaden auf der Seite, weiter auf der Seite wichtiger. Die Bomben, ne, also die Crusher sind offensichtlich, ne, die Crusher oder Zerschmetterer habe ich extra so hingestellt, weil viele Leute hier ihre Spams reinmachen, ne. Und wie gesagt, keine perfekte Base, aber bis jetzt hat die Base sehr gut gehalten. Ihr wisst ja, bei MH5 hatte ich 3000 Pokale. Jetzt bin ich bei 3200 wieder. Und es geht stetig bis gut voran. Also ich gewinne von meinen 100% Angriffen, gewinne ich 80% alles. Manchmal, ihr wisst es glaube ich selber, die KI ist teilweise manchmal so behindert und geht dann irgendwelche Wege, die ihr nicht, wo man nicht weiß, warum. Aber ist halt so. So, dann haben wir hier unten ja, hier ist ja die Defense etwas weaker. Ne? Die Kanonen sind doch schon ziemlich stark, haben auch eine sehr weite Range. Daher habe ich hier nur weiche Defense hingepackt. Die Doppelkanonen, weil sie oft nachladen müssen, habe ich hier vorne mehr Defense hingestellt, weil die Doppelkanonen dadurch länger und mehr Schaden machen können, wenn hier Fußeinheiten dran sind. Ja. Deswegen sind hier etwas stärkere Einheiten vor, weil die auch hier nicht so schnell reinkommen sollen und von hier dann auch gut abgewehrt werden kann, wenn hier was reinkommt. Die Fallen sind ja dazu da, ne? Die Stoßfallen könnt ihr nochmal ein bisschen legen, wie ihr wollt, könnt die ganz nah nebeneinander packen oder nicht. Wie gesagt, sind wieder in Richtung des Crushers, weil der Zerschmetterer sehr, sehr gute Arbeit leistet, wenn dann mal Riesen dorthin geschleudert werden. Deswegen auch die beiden, müsst euch darüber keine Sorgen machen, hat auch schon mal jemand geschrieben. Ja, aber was ist, wenn die Riesen dahin, dann machen sie den ersten Mega-Hieb darauf. Meistens, wenn man die Riesen hier zum Beispiel setzt, sind sie gefokust auf die Kanone. Das heißt, sie laufen hier hin. Wenn sie dann rüber geschleudert werden, sind sie immer noch Fokus auf die Kanone und drehen sich dann später erst hin. Dann hat der Crusher aber schon einen Hit rausgeholt. Der Crusher muss die nicht töten. Hauptsache, er macht die fast Half-Life, die Riesen. Oder zieht ihn auf jeden Fall ein Viertel des Lebens ab. Das ist ziemlich wichtig. So, und deswegen, hier kann man gegen Luft abwehren mit den Türmen. Hier wird gegen Luft abgewehrt, weil die Kracher sind zusammen immer noch schwächer als eine so eine Luftbombe. Deswegen muss man die sehr nah beieinander haben, damit Lufteinheiten sehr schnell kaputt gehen. Wie gesagt, die Bomben habe ich erstmal auf Boden. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr wollt, ob ihr die hochstellt oder nicht. Die Bomben hier außen sind, wie gesagt, für die Leute, die denn hier immer irgendwas spammen wollen. Da kann man die schon fast Half-Life mitmachen, Barbaren zum Beispiel auf Level 12. Und hier oben ist halt gut abgedeckt, weil er muss hier los. Dann hauen sie entweder hier oder hier die Wand ein. Und da sind halt noch ein paar Hindernisse. Hier ist sehr viel frei, das heißt, die Archers können hier nicht sofort einfach rüberballern. Die werden dann spätestens sichtbar und das dauert lange, das denn wegzukriegen. So, das brechen wir ab. Dann gehen wir in unsere Base rein. So sieht das denn aus, wenn es fertig ist. Ne? Und dann zeige ich euch nochmal die Angriffsliste. Das habe ich vorhin gemacht, das Kampflog. Gibt, wie gesagt, auch Kämpfe, da habe ich mega verkackt. Also ultra verkackt einfach. Aber unsere Base, ein Stern, ne? Ein Stern. Hier habe ich meinen Angriff, keine Ahnung. Ich habe es einfach voll verkackt. Das hat nichts mit der Base zu tun. Die Base hat gehalten, ein Stern. Hier habe ich verkackt. Er hat aber genauso verkackt. Da hat die Base auch wunderbar gehalten. Hier hat die Base mal ordentlich auf die Fresse gekriegt, aber da hat er Minions, ne, hat er auf 12, die auf 11, ne, ist halt sehr, sehr hoher Level und der Unterschied ist schon heftig bei einem Level, kriegt er glaube ich 80 oder so Leben noch dazu, dann ist der schon fett und wenn man denn anstatt 26 Minions hat man 30, das ist schon ziemlich viel auf Level 12, auch den extra Damage und extra Leben, den die kriegen, deswegen meine Minions sind das erste, was ich auf Level 12 mache. Dann hat die hier wieder super gehalten, ein Stern, hier mit Hexen, Level 9, ne, 0 Sterne, hier hat er auch keinen Stern, hier auch nur ein Stern, hier mal wieder 2 Sterne, aber da war mein Angriff besser. Und das sieht halt so aus, dass ich teilweise wirklich nur verliere, weil mein Angriff halt einfach rotzig ist, ne, also sonst die Base proved, ohne Witz, die ist 1A. Also die Base hält richtig krass. Können wir uns mal angucken? Wiederholung von dem Boy. Da habe ich das gesagt, ne? dass der Barbaren schickt. So kann die Doppelkanone sehr, sehr lange viel Schaden machen, weil hier sehr, sehr starke Defense ist.
Hier läuft der aber gleich in den Crusher rein. Hier werden die dann distracted von den Einheiten schon. Und guck mal, der Crusher, boom, er kann halt seine Arbeit machen. Da sind seine ganzen Barbaren schon fast wegeliminiert. Er spammt halt weiter, ne? Die Doppelkanone macht trotzdem weiter Arbeit. Oder wollte halt unbedingt das Haus kriegen, aber da wird dann von dem Brutzler wird hier richtig, richtig gut so die Arbeit übernommen. Da sieht man, dass der Brutzler macht da seine Arbeit richtig gut. Wenn der noch höher wäre, so easy. Multimörser ist halt... So, das ist nur noch der Kollege. Macht der Multimörser den Rest. Habt ihr gesehen, ne? Halt. Und wie gesagt, was noch wichtig ist, was ich auch bei vielen gesehen habe, was ich euch nochmal als Tipp mit auf den Weg geben will, levelt den Wachposten. Das ist einer der wichtigsten Gebäude in dem ganzen Spiel. Ihr glaubt gar nicht, wie OP das ist, wenn Einheiten, hier, die Truppen Level 10 sind, das sind 4 Einheiten, die sind Truppen Level 10. Das heißt, die sind MH5 Niveau. Und wenn man die nicht levelt, ja, dann tut es schon ein bisschen weh im Kopf. Also ihr solltet die wirklich leveln. So, und bei mir kann man jetzt sagen, boah, bisschen gerusht bin ich, ja. Ich bin MH5 gewesen, hab alles auf Max gehabt, außer den Crusher. Der Crusher war bei mir Level 4. Den habe ich auch auf Level 4 gelassen, weil ich gemerkt habe, kann ich euch als Tipp geben, der reicht auf Level 4. Den müsst ihr nicht zwangsweise auf Level 5 kriegen, weil auch mit 190 Schaden one-hittet der Barbaren auf Level mit 220 HP. Weil Barbaren sind, wenn ihr mal guckt, die haben 220 Leben, Trefferpunkte auf Level 10. Und der Crusher, der komischerweise 190 Schaden macht, one-hittet die trotzdem weg. So, dann habe ich auch die Level 4 gelassen, weil der Uhrenturm ist in meinen Augen useless. Und die Juwelenmine habe ich bis Level 4 gemacht. Da möchte ich aber nicht weiter Geld für ausgeben, weil die Juwelenmine in meinen Augen auch immer noch keinen Sinn macht. Das kann man als letztes machen, wenn man möchte. Ich würde sagen, meine Base ist trotzdem 1A. Wir haben hier wirklich alles, was man so leveln kann. Cool, ich kann die Sprungfallen auch wieder leveln. Aber alles, was man auf Level 5 haben muss, was nicht neu war, also was erst gekommen ist, habe ich auf Level 5. Ne? Ganz wichtig, es ist wirklich alles Level 5, außer der eine Crusher, der Uhrenturm und die Juwelmine. Ja, und die Wände habe ich auf 2 gelassen, weil ich eh immer Base Designs baue, wo die Wände nicht übertrieben wichtig sind. Da reicht Level 3. Da reicht eine Idee. So. Das ist mein Layout. Ohne Witz, es funktioniert übertrieben gut. Ich habe damit bis jetzt durchgehend weg fast immer gewonnen. Außer, wie gesagt, ich greife scheiße an. Aber ihr seht das, ne? Das ist... Gucken wir uns mal den Angriff an und dann sagen wir mal danke fürs Zusehen und so. Und ich mache das aus dem Urlaub aus, ne? Hoffe trotzdem, euch gefällt das. Und ich ziehe dann meinen Urlaub nämlich weiter durch. Und dann kommen nämlich weiter jetzt Videos erstmal, die vorproduziert waren. Da seht ihr das. Da macht er das außenrum und dann seht ihr schon, ne? Die können hier richtig viel Schaden machen und die nimmt dann zu zweit teilweise ein Target. Und das ist halt extrem, ne? Wenn die Kracher ein Target zu zweit nehmen, guck mal, dann rasieren die den kaputt. Das ist der Sinn dahinter, warum die Kracher so weit beieinander stehen. Seht ihr das? Er nimmt zwei ins Target. Guck mal. Dann kommt noch das dazu. Der haut halt in den Crusher. Und ihr seht das, ne? Der Crusher braucht einmal Treffen. Das ist so viel Damage. Ja, und dann war er weg. Und die Base hat gehalten. Die hält wirklich. Der Turm macht nicht so viel Schaden, weil er hochgestellt ist. Aber sobald dann der... Crusher. Und dann kommt noch der Kracher dazu. Der Crusher, sag ich immer. Der Brutzler kommt noch dazu. Ist halt super. Und man kann auch mal gucken, wo ich so richtig hart verkackt habe. Es gibt auch Angriffe, wo ich einfach ordentlich reinscheiße. Das ist... Nee, hier war unfair. Hier musste ich... hier oder hier? Irgendwo hier. Ja, hier war das. Da musste ich zur Tür gehen. Da hat es geklingelt. Hier kann man mal gucken, wo ich verkackt habe. Immer den hier unten. Das ist aber auch, da liegt manchmal die Einheiten, fliegen halt so dämlich. Guck mal, da hatte ich schon die Doppelkanone. Nicht? Die Dinger sind nur Level 3 oder 4. Okay. Warte jetzt erstmal, bis er da ein bisschen reingeht. Ah ne, hier war das. Entschuldigung, hier musste ich zur Tür gehen, genau. Da konnte ich den nicht zünden, habt ihr das gesehen? Ich hätte ihn schon Ewigkeiten zünden können. Konnte aber nicht. Ne? Machen wir auf 2. Und das ist halt so ein Butz, da macht der Crusher den Rest. Der Brutzler hier schon auf Level 2, glaube ich sogar. Ne? Und da war dann einfach... Keine Ahnung, was da los war. Aber naja, wir haben 50% gekriegt, haben verloren, verdient verloren. Ja.
Kann man nichts machen. Aber wie gesagt, wenn ihr die Base bauen wollt, ich würde mich freuen. Es ist auf jeden Fall eine krasse Base. Ohne Witz. Fast zu 90% nur One-Stars von den Gegnern. Könnt ihr ordentlich was pushen und ihr seht das. Ich bin wieder bei 3200. Ich war mit meiner MH-Base bei MH5-Base, das wisst ihr selber in meinen letzten Videos, bei 3000. Ja? Und jetzt bin ich bei wieder bei 3200. Und ich werde auch noch mehr machen. Ich werde das noch ein bisschen weiter pushen. Und ihr werdet sehen, die Base hält. Und ich kann sogar sagen, die Base wird bis 4000 Trophäen locker halten. 4500 ungefähr, so in dem Dreh könnt ihr locker mit der machen. Aber da müssen dann noch, ne, die Defense muss da noch ein bisschen höher sein. Der Brutzler muss auf jeden Fall auf Level 3, 4 sein, so. Aber ich habe das schon gut angepasst, ja. Crusher Level 4, Bogenschützenturm ist schon Level 4, den ich neu dazu gekriegt habe. Den lasse ich erstmal so. Der wird morgen auf Level 5 gehen oder übermorgen. Und wenn das Labor fertig ist, dann werde ich mal weiter leveln. Wir können auch noch mal einmal kurz sehen hier. Wenn wir ins Profil gucken, so sahen meine Truppen aus. Level 10, Level 10, Level 10, Level 10, Level 10. Also waren 1, 2, 3, 4, 5 Truppen waren maxed. Der Held war maxed. Die Riesen und die Kanonen spielt keine Sau. Ich spiele sie auch nicht. Und die Riesen spiele ich so gut wie gar nicht. Deswegen habe ich die bis jetzt nicht angefasst. Ich mache jetzt erstmal weiter, dass ich meine Uchas, also meine Uchas, dann mache ich die Minions und dann die Babys weiter hoch und dann den Helm. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.